Willkommen zurück zum, zum dritten Teil vom Let's Play Eurotruck. Natürlich von OMC 2 Back to the Roots. Ja, wir befinden uns immer noch auf dem Nightliner Römerberg. Oder nach Römerberg von, ach, wie hieß es doch schon wieder das Ort? Na, zeig's mir doch. Ja, von Westbahnhof aus, genau, Westbahnhof Blaureuth. Ulanshöhe, Sternwarte. Und ja, jetzt sind wir auf dem Wege. Wittlinger Forst, alte Abtei. Genau, auf dem Wege nach Römerberg. Ja, wahrscheinlich werde ich es so machen. Ich werde heute die erste Zeit halt sagen. Und den rechten Part dann morgen anfangen. Denn, ja, das ist schwierig. Und würde ich dann auch noch. Ja, bin ich da. Ja, und jetzt haben wir hier schon wieder eine 2 Minuten Pause. Ich glaube es nicht. Aber gut. Genießen wir doch mal die Pause. Ja, 2 Minuten Pause schon wieder. Also der Nightliner wird uns schon mehr Pause einbringen, wie wir eigentlich fahren. Aber egal. Das soll ja wieder nichts heißen. Ja Leute, das war jetzt mal eine kleine kurze Pause, auch noch ohne Ton. Und ja, jetzt geht's wieder weiter. Mit der, ja, ruhigen Fahrt. Trossingen. Genau. Und ja, ihr kennt mich ja schon. Ja, ruhige Fahrt wird es ja eh nie werden. Ja, mich haben schon Leute heute gefragt, wie das dann aussehen wird, wenn ich dann nochmal so eine Spezialfolge bringe. Ob die dann auch nochmal auf Gladbeck rauskommen oder nicht. Ich sag jetzt mal so. Es wird weiterhin dann so sein, dass die
die Spezialfolge. Ich werde dann eine wieder machen. Und dann bei den Aufrufen ab 650 wird es dann die Spezialfolge geben auf Gladbeck wieder. Denn, ja, wie ihr ja bereits erfahren habt oder auch heute schon in den Facebook gelesen habt, wird die Metropole Ruhr, die Metropole Ruhr, ja genau, so heißt es ja von Kevin Nitschmann, habt ihr es ja mitbekommen, 35 Euro, Leute. Ich meine, 50 Linien, okay. Aber wieder mal 35 Euro zu verlangen, wo die Hälfte wieder an Aerosoft geht und er dann wieder 17,50 Euro für sich einstreichen tut. Sagen wir mal so, wenn die Karte genauso beknackt rauskommt wie die von Gladbeck, dann ist es nur noch Geldmacherei, was Kevin Nitschmann betreibt. Und das ist nicht würdig zu kaufen. Leute, deswegen, deswegen würde ich euch dann schon raten, ne? Überlegt gut, was ihr macht. Und wenn ihr es euch kaufen solltet, okay. Ihr wisst meine Meinung. Und ja, dann könnt ihr euch ja selber entscheiden, was ihr macht. Ob ihr sie kauft, ob ihr sie nicht kauft. Ja, denn ich sag jetzt mal so, viele sind ja Gladbeck-Jünger. Das habe ich euch ja auch in der Spezialfolge schon gesagt. Ja, und die Gladbeck-Jünger, die kaufen sich Gladbeck. Die schieben Kevin nicht mal das Geld rein. Aber glaubt mir, ich weiß, von was ich rede. Und ja, mir sind jetzt so viele Backdrops und alles aufgefallen. Und heute schon auf der Karte. Und da hat er gesagt, die sei real. Und diese Karte war nie real. Nie. Die wird es ja auch nicht sein. Wenn er damals geschrieben hätte, es wäre semi-real. Oder er hätte es ja geschrieben. Oder hätte dann gesagt, okay, die Karte wird definitiv nicht als Perware verkauft werden, sondern bleibt Freeware, dann wäre alles ganz normal gewesen. Doch dann, ja, kam ja das. Und da haben dann auch alle möglichen Leute gesagt, sorry, wir kaufen sie uns nicht. Ja, und somit hat Kevin Nitschmann sehr viele, denn da, wo er überall war, muss ich sagen, verarscht kann die Leute auch woanders. Denn ich will ja nicht sagen, dass du der gleiche Abklatsch bist wie ein gewisser Herr von und zu Ella. Denn, er hat es ja das gleiche probiert, nur er ist überall gebannt worden. Und ja, sag mal so, mein Gott, das passiert, kann auch einem Herrn Kevin Nitschmann passieren. Kann, muss ja nicht, ne? Hallo. Hallihallo. Ja, jetzt haben wir wieder eine Minute Pause. Ja, das heißt für mich, ich mach was anderes. Ja, ich mach das jetzt so. Meine Freunde. Und so geht es eigentlich immer noch weiter. Und ja, ich möchte eigentlich nicht über die... Ich habe persönlich nichts gegen Kevin Nitschmann, also... nicht falsch verstehen, aber was er da so gemacht hat, schon traurig. Aber gut, okay. Ja, Leute,
dir ja bereits willst, ja. Berghalde Sabelstein. Ruhig mich ein. Oh, es gibt wieder Grafikfehler, sehe ich schon. Alles klar. Nein, natürlich mal. Schon gedacht, dass ich den Grafik. Aber. Ja, hier bereits der Bild. Ich habe es nicht kennengelernt, aber ich habe es schon mal so gemacht. Da muss ich dann deutlich überlegen, ob es gut ist. Ob wir heute in Heimbohl Mikrofon kaufen oder nicht, ist eure Entscheidung. Denn ja, 35 Euro ausgeben, wo alleine kenne ich schon knappe 18 Euro dran kriegen. Und dann würde das Geld, dann streicht ihr das Geld dann selber ein. Weil es wird nichts an die Partner gehen oder so. Streicht ja selber ein, weil so geldgeil ist der. Und ja, schon andere YouTuber über ihn gesprochen haben, so werde ich es auch machen. Tut mir leid, Leute, aber. Mal gucken, 50 Linien. Und ich werde sicherlich, oder es werden sicherlich viele dann, wenn die Karte raus von Let's Plays machen, werde sie mir anschauen. Also das auf jeden Fall. Und dann mal sehen, was denn Kevin Lee so verbaut hat. Und ich würde euch sagen, ich kann es euch eigentlich nur sagen, er wird wieder so viel Scheiße reingebaut haben, denn er wird viele Sachen verwendet haben, wo er dann sagt, ja, es waren seine Sachen, wo ich glaube, das ist die ganze Zeit die Umsi Sprints und die ganzen Sachen von Marcel und Janine, die Sachen sind, denn ja, Kevin Lynchball kann nicht so Sachen designen. Glaube ich nicht. Straßen vielleicht, aber Häuser, ne, nie im Leben. Denn wie ich bereits ja schon erfahren hatte, ja, es sind sehr viele Objekte auch von anderen Firmen gemacht worden. Und ich weiß ja nicht, ob die Firmen, sage ich jetzt mal, das Geld so bekommen haben. Denn wenn nicht, dann könnte es große Geldschwierigkeiten geben für Herrn Kevin Nitschmann. Weil wenn ich so überlege, R&W war beteiligt, dann war ja beteiligt die MRK-Software. Es waren ja viele beteiligt, Leute, und ja, ich bin mal gespannt. Sabelstein. Ich bin nur gespannt, wie das wird. Und deswegen, Leute, ja. Es wird immer Kritik geben. Also von mir wird es immer Kritik geben, auch wenn ich die Karte mir irgendwann mal besorgen werde. Ja, ich würde dann auf jeden Fall mal schauen, denn normalerweise hast du sowas eigentlich. So wie die fahren, machen Sie bitte die Tür auf, ich will hier raus. Okay, das war jetzt wieder ein kleiner Fehler von mir. Mal tut er jetzt mal was raus, rausstellen. Ja, gut, okay, kann passieren. Naja. Das passiert auch mal. So, da kommt keiner, das heißt für mich doch, ich kann hier reinfahren ganz in Ruhe. Genau, kann mich dann da vorne hinstellen. Ja, und das würde ich jetzt auch tun. Und ich würde sagen, ja, hier gibt es noch mal eine kleine Pause, beziehungsweise eine größere Pause. Ja, ich bedanke mich für euch, bei euch fürs Einschalten für heute.
Denn ich werde morgen früh weiter Let's Playen, die Strecke hier. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Stay positive. Immer positiv denken, Leute. Und ja, dann bis zum nächsten Mal bei Back to the Roots OMSI 2, der Omnibus Simulator mit mir, Peter. Bis dahin, ciao, ciao.